Yo Leute, was geht? Flakes hier. Die Serie Squid Game ist ja gerade auf TikTok und auf YouTube mega im Hype. Und deswegen dachte ich mir, werde ich mich heute als Squid Game Mitarbeiter ausgeben. Ich werde meine Stimme verstellen und eine No-Skin-Mobberin in eine Runde einladen und sie so richtig hops nehmen. Ich werde ihr einfach versuchen, so richtig Angst einzujagen und mit ihr sogar die Squid Game Spiele spielen. Mal schauen, wie sie darauf reagiert und ob sie weiterhin No-Skins mobbt. Lasst ein Like da und ein Abo für mehr solcher Videos und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und tragt auf Ehre meinen Creator-Code Flakes im Itemshop ein. Kuss geht raus an jeden, der es macht. Was machst du denn jetzt schon wieder hier? Du wurdest auserwählt. Genau. Was gibt's da zu lachen? Okay, Leute, irgendwie nimmt sie mich nicht ernst. Sie lacht die ganze Zeit. Glaubt mir, Leute, ich werde sie so hops nehmen, dass sie mir so richtig alles abkaufen wird. Passt auf, Leute. Was gibt es da zu lachen? Weißt du nicht, wer ich bin? Doch. Wie doch? Du kannst gar nicht wissen, wer ich bin. Du wurdest nämlich auserwählt. Ja, aber... Du bist die Auserwählte Nummer 35. Hä, aber nein. Hä? Du bist Nummer 35. Aber warum bin ich Nummer 35? Hä? Du wurdest auserwählt. Warum? Komm zu mir. Ja, okay. Siehst du, wie ich aussehe? Hä, aber warum hast du so eine Maske auf? Willkommen bei Squid Game. Oh, nein. Hast du schon von Squid Game gehört? Ja. Wenn du dich nicht an die Regeln hältst, wirst du disqualifiziert. Oh nein, warum? Hast du Squid Game schon mal gehört? Ja. Dann weißt du, worauf du dich eingelassen hast. Du musst alles befolgen, was ich sage. Warum bist du jetzt so böse? Okay, Leute, genau das wollte ich sehen. Sie bekommt langsam Angst. Und gleich werden wir mal rotes Licht, grünes Licht spielen und mal schauen, wie sie da drauf ist. Oh mein Gott, das läuft einfach so, wie ich es geplant hatte. Nummer 35, komm zu mir. Ich war doch gerade nur Nummer 33. Hä? Nummer 35, komm zu mir. Okay. Sieht es so aus, als würde ich Spaß machen? Nein. Dann komm vor mich. Wenn du diese Runde nicht gewinnst, wirst du disqualifiziert und du darfst nie wieder Fortnite spielen. Aber nein, warum? Ich will aber noch Fortnite spielen. Warum nein? Dann musst du den epischen Sieg holen. Aber das ist viel zu schwer. Du musst den Sieg holen, sonst wirst du disqualifiziert. Ja, okay. Willst du das Spiel eingehen oder nicht? Ja, ich mag. Willst du das Spiel eingehen? Antworte nur mit ja oder nein. Ja. Okay. Kennst du das Spiel rotes Licht, grünes Licht? Ja. Okay, stell dich hier hin. Okay. Ey, Leute, es macht einfach so Spaß. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich erkläre dir jetzt die Spielregeln. Wenn ich dich anschaue, ist rotes Licht, du darfst dich nicht bewegen. Wenn ich mich umdrehe, ist grünes Licht und du darfst dich zu mir bewegen. Hast du die Regeln verstanden? Ja, hab ich. Rotes Licht. Grünes Licht. Rotes Licht. Du darfst dich nicht bewegen. Ups. Hast du das verstanden? Ja. Grünes Licht. Rotes Licht. Du hast das Spiel bestanden. Gut gemacht. Okay, also ich habe jetzt bestanden. Und kann ich jetzt einfach leben und ganz normal Fortnite spielen? Nein, wie gesagt, du musst den epischen Sieg holen, sonst bist du disqualifiziert. Okay, aber... Du musst den epischen Sieg holen, sonst bist du disqualifiziert. Ja, okay. Hast du das verstanden? Aber warum bist du so gruselig? Weil ich der Game Master bin. Das ist ja meine Aufgabe. Warum? Es ist deine Aufgabe. Ich muss dafür sorgen, dass die No-Skins nicht gemobbt werden. Und ich habe gehört, dass du mal No-Skins gemobbt hast. Nein, habe ich gar nicht. Warum fragst du mich das? Warum fragst du mich das? Du lügst. Mir wurde mitgeteilt, dass du No-Skins mobbst. Ja, und wer hat dir das gesagt? Das spielt keine Rolle. Aber hast du das getan? Ja oder nein? Nein. Liebst du No-Skins?
Weiß ich nicht. Liebst du No-Skins? Weiß ich nicht. Du wirst disqualifiziert, wenn du No-Skins nicht liebst. Okay, ich liebe No-Skins. No-Skins sind die besten. Okay, sehr gut. Leute, oh mein Gott. Okay, wir haben sie dazu bekommen, dass sie No-Skins liebt. Okay, wir gehen jetzt eine Stufe weiter. Wir müssen das nächste Spiel spielen. Und sie muss auch den Epischen holen, Leute. Ob sie das schafft, das sehen wir gleich. Aber was machen wir denn jetzt? Wo läufst du hin? Siehst du, der Würfel ist hier oben in der Luft. So mächtig ist Squid Game. Als ob, was? Ich kann das alles. Und jetzt musst du dich für diese Plattform entscheiden. Links oder rechts. Und du musst zu mir kommen. Wenn du die falsche Plattform wählst, bist du disqualifiziert. Wähle eine Plattform. Aber warum? Hä? Wähle eine Plattform. Rechts. Richtig. Nächste Plattform. Links oder rechts? Ich weiß es nicht. Wähle eine Plattform. Links, weil ich Linkshänder bin. Richtig, richtig, richtig. Beruhigen Sie sich. Wählen Sie eine Plattform. Links. Ey, warum? Sie haben das Spiel bestanden. Oh mein Gott, let's go! Sie müssen aber noch den epischen Sieg holen. Es leben noch 7 weitere Gegner. Denkst du, du wirst das schaffen? Ich schaff das, aber du nicht. Leute, ich weiß nicht, ob sie mir so recht glaubt, aber ich finde cool, wie sie da mitmacht. Aber ich nehme sie schon gerade so richtig hops. Holy moly, wenn ich ihr gleich sagen werde, dass das ein Prank war, ich glaube, sie wird komplett ausrasten. Hier sind Gegner. Denkst du, du wirst diese Gegner besiegen? Ja, ich werde sie besiegen, weil ich so gut bin. Beweise dich. Ja, ich beweise mich, aber warum? Warum möchte ich jetzt eigentlich alle killen? Du musst das schaffen. Das gehört zum Spiel. Lock. Gut gemacht. Auf zum nächsten Gegner. Los. Den epischen. Sehr gut. Der letzte Gegner. Werden sie das schaffen oder nicht? Ich schaff das. Wenn nicht, weil ich so gut bin. Nicht vergessen, sie werden disqualifiziert. Weißt du was? Weil du es bist, Picky. Pickaxe, ich bin für dich sogar. Sie haben die Runde bestanden. Kehren Sie zurück zur Lobby. Einverstanden? Ja, okay. Du hast das Spiel erfolgreich bestanden. Okay, aber irgendwie kommt mir deine Stimme so bekannt vor. Ach, meine Stimme kommt dir bekannt vor? Ja, du warst so dieser eine Epic Games Mitarbeiter da. Ach so, den meinst du? Ja, ja. Ich bin derselbe. Und du warst aber richtig cringe gerade und glaubst auch alles. Mann, ey, warum? Wie kommst du in meine Runde? Wie war's wer? Ich glaube, du solltest nie wieder No-Skins mobben, okay? Ja, okay, dann. Ja, ist gut, ciao. Oh mein Gott, Leute. Squid Game in Fortnite war erfolgreich. Sie wird hoffentlich nie wieder No-Skins mobben. Ey, das war ja zu lustig, Leute. Lasst ein Like da und ein Abo für mehr solcher Videos.